Ey, yo, was geht? Es gibt eine neue Reaktion zu BA2 und Patte Volvo Skizze 2. Also der Titel ist auf jeden Fall schon mal ein Eyecatcher, so wie er geschrieben ist. Volvo.Skizze 2.BAV, was für Wave-File steht. Verrät auf jeden Fall erstmal nicht viel. Verrät erstmal nicht viel. Es handelt sich hier um einen Newcomer Candlelight Gangster, 161 Abonnenten. Wir schauen uns das Ganze mal an, würde ich sagen. Ich werde die Kritik so objektiv wie möglich halten, ja. So objektiv wie möglich, auch wenn ich hier Sachen auszusetzen habe. Ich sehe schon, der Song ist relativ kurz, was ich, ja gut, ich meine, man kennt es heutzutage so. Ich finde mal längere Songs durchaus besser. Bevor ich hier groß kritisiere, erstmal reinschauen, ob das Ding nicht vielleicht doch ziemlich cool ist. Und wie gesagt, die Kritik soll auch einfach nur objektiv sein und helfen, das Ganze besser zu machen und soll, ich will hier niemanden fertig machen, ganz wichtig, ja, wir hören uns das an. Okay, crazy Video schon mal. Aber was ist mit der Qualität? Einen Moment mal. Ich mach mal 1080p. What kind of car? Geht noch besser? 4K. Come on, gib mir 4K. Wenn es die Möglichkeit gibt. Car is that? It's a Volvo. Tausende Euros gestapelt im Kofferraum von einem Volvo. Ich bin enttäuscht von eurem Zeug, denn ihr klingt wie eine Boygroup. Asphalt, lass sein. Baller die Bass in den Takt rein. Sogar deine Gang findet uns bei der Astrein. Die Kings von hier bis nach Shanghai. Sage dir eins, wenn du uns bei der besser rennst. Okay. Sorry, ich gehe nochmal zurück ins Intro. Ich will einfach wissen, worum es hier im Intro geht. Candlelight Gangster, okay. Ich weiß nicht, direkt über Crime Scene. Aus welchem Film ist das? Oder ist das mehrere Filme? Das ist wirklich schon What kind of car is that? It's a Volvo. Tausende Euros gestapelt im Kofferraum von Okay, jetzt habe ich es nämlich gecatcht. Es geht um den Volvo, ja? Also hier, was auch schon im Titel gesagt wird, es geht um den Volvo. Ich bin enttäuscht von eurem Zeug, denn ihr klingt wie eine Boygroup. Asphalt, lass sein. Baller die Bass in den Takt rein. Sogar deine Gang findet uns bei der Astrein. Die Kings von hier bis nach Shanghai. Sage dir eins, wenn du uns beide disst, besser renn so schnell wie du kannst. Mach nicht auf Rast, denn du weißt doch, wir haben vor deiner Gang keine Angst. Immer noch fresh, immer noch fly. Du spittest ohne Verstand, ohne einen Sinn. Homie, du bist für uns ein Witz. Komm, wenn du kannst. Okay, also ich muss ehrlich sagen, Flow ist ziemlich geil. Also gefällt mir richtig gut auch auf diesen Beat, ne? Sehr gut gesetzt. Beat ist auch cool. Und der Double Time Flow einfach sehr gut gesetzt. Jetzt keine crazy Faxen, aber sehr bedacht gesetzt. Die Silben und Worte reingepackt in den Song. Ich find's cool, ich find's cool. Wir bringen den Sound, den hier niemand erwartet hat. Lade die Schafe nach, red nicht von Lambos, wenn jeder weiß, dass du noch nicht mal nen Dupo in deiner Garage hast. Ich habe Taten, trank wieder auf Gas bis nach Bayern. Wir jumpen die Stage und wir killen den Abend lang. Red nicht von Kilos und Nasen, Mann. Gib keine Props, nicht weil ich nicht gönne, sondern. Ja, okay, ey, Red nicht von Kilos und Nasen, Mann. So, schwör, das könnte ich so vielen Rappern. Ich würde es ihnen am liebsten sagen, so, weil es ist halt der größte Teil ist einfach Trash-Talk. Ich meine, wir haben hier gerade Kollegah gesehen. Man weiß halt, dass es auch nicht stimmt, so. Dass er kein Koksticker ist, so bei ihm ist es Show, aber klar, viele finden das cool, so. Ich weiß nicht, worum es geht, so. Ich weiß nicht, warum man immer von Ticken und Business erzählen muss, so. Verstehe ich nicht. Gib keine Props, nicht weil ich nicht gönne, sondern weil mich keiner von euch überrascht. Ackert ein Jahr für nen Song, wenn wir wollen, machen wir dieses Tape über Nacht. Früher habt ihr noch gedacht, ihr hättet ne Chance, doch jeder weiß, diese zwei sind hier auf Lebenszeit besser als jeder, den ihr gehört habt und ihr habt verkackt. Gehen jetzt nochmal auf die Rap-Szene so und erzählt keinen Scheiß so. Ich gebe euch keine Props, weil ihr überrascht mich nicht. Ich finde das nicht geil, was ihr macht. Ihr macht keinen besonderen Stil, sage ich mal, ist damit gemeint. Und genau das sehe ich eigentlich ähnlich, weil wenn man sich viele dieser Rapper anguckt, so, okay, viele haben sich noch nicht gefunden, ihren Stil so, aber viele Sachen sind auch einfach nicht gut und sie sind aber so gewollt, ja. Leute kriegen Angst, wenn wir reinkommen. Besser bleib stehen, wenn wir an dir vorbeirollen. Ich hab keinen Bock mehr auf möchtegern MCs, die mir erzählen wollen, was für sie Trap ist. Trap ist für mich, dass ich deiner Schwester um 3 Uhr nachts eine Nachricht zurückschick. Und sie um 4 Uhr besucht und sie meinen Namen schreit, während ich sie in Arsch feg. Massaker hier. Okay, cool gesetzt die Stelle. Und halt auch vom Flow genauso stark wie. Ich weiß jetzt nicht, wer von den beiden wer ist, wer Patte ist und wer BA2 ist, aber.
beide flowlich auf einem ähnlichen Level und auch auf einem ähnlich guten Level. Mir gefällt das echt cool. Und natürlich Bars und Punchlines, das war halt eine super Bar gerade so. Die Leute wollen mir erzählen, was Trap ist. Gut, ich muss es jetzt nicht zitieren, so, das war halt auch obszön und so weiter. Ich finde das aber, ich fand es so, wie es gesetzt war, echt cool. Was ist Trap? Was ist Trap, Leute? Ich meine, es gibt so viel Trap, den ich absolut nicht feiere, aber das ist ein Trap-Beat und die beiden rappen darauf geil, dann finde ich es gut. So, was soll ich sagen? Hier Uppercut da, mach's dann auf krass, nehm 10.000 Amjas. Doch wenn du uns siehst, brennt dir dein Charme ab. Piss dir ans Bein und du sagst, es wär Fanta. Erzähl mir nicht, dass du die Mucke, die wir machen, nicht heimlich im Auto pumpst. Okay, warte, was hat der gesagt? Ich piss dir ans Bein und erzähl, es wär Fanta? Massaker hier, Uppercut da, mach's dann auf krass, nehm 10.000 Amjas. Doch wenn du uns siehst, brennt dir dein Charme ab. Piss dir ans Bein und du sagst, es wär Fanta. Erzähl mir nicht, dass du die Mucke, die wir machen, nicht heimlich im Auto pumpst. Und tu bitte nicht so, als wären wir cool mit dir. Nenn uns neben deinen Jungs, nicht deine Jungs. Real Talk, ne? Behaupte nicht, dass du cool mit uns bist. Nenn uns nicht deine Jungs, so, ne? Finde ich schon eine starke Aussage. So, ich weiß nicht, ob ich Bros zu euch sagen darf, so wie auch immer. Ich sag gerne zu irgendwelchen Leuten Bro oder wie auch immer, ja. Aber auf jeden Fall, ich finde eure Mucke cool, ja. Ich finde das echt gut gemacht. Hat auch so ein bisschen Oldschool-Flair, so ist 4K aufgenommen. Gute Schnitte gemacht, auch im Video. Also, ja, ich habe echt gar nichts zu bemängeln. Das ist halt, also so wie der, so, ich sag mal, der Straßenrap noch ein bisschen früher war und das auf einem neuartigen Beat, ja. Also so ein bisschen kommt das bei mir rüber, so wie die Texte gemacht sind. Meschede, wo ist das? Wo ist Meschede? Ah, ich bin... Ja, sehr interessant. Ja, wo kommt ihr beide her? Schreibt mir das auch gerne. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Oder wie ihr wollt, schreibt mir auch gerne einfach eine DM, wo ihr herkommt. Auf jeden Fall, ja, coole Mucke. Also wirklich, ich habe anfangs gedacht, so, das wird nicht gut. Aber ich bin doch positiv überrascht. Doch, coole Sache. Das wäre tatsächlich auch mal so Mucke, die ich mir persönlich privat anhören würde, ja. Also auf dem Level doch. Ja, gefällt mir gut. Ja, ich habe schon alles gesagt und ich halte es gar nicht mehr lang, sondern würde sagen, an dieser Stelle können wir direkt sagen, ey, abgeschlossen, geiles Ding. Hört euch gerne mehr von den Jungs an. Ich verlinke den Song unten in der Beschreibung. Und ja, gönnt euch einfach die Mucke von denen. Hattet Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.